Die Tesla-Killer aus China, werden die jetzt selber gekillt? Man hat ein bisschen den Eindruck, speziell wenn man sich einen bestimmten Elektroautobauer aus China ansieht, der auch börsennotiert ist, nämlich NIO. Die Aktie von NIO ist im freien Fall und wir stellen uns die Frage, was passiert da gerade mit der Aktie? Und damit willkommen bei Zukunftsmärkte. NIO, das ist ein chinesischer Elektroautohersteller und der hat große Pläne und große Ziele. Ich habe im Januar schon mal ein Video gemacht zu NIO und zu Byton, die chinesischen Tesla-Killer bzw. die vermeintlichen chinesischen Tesla-Killer. Große Ziele, das heißt heutzutage ja leider auch oft hohe Verluste. Tesla ist da auch ein Paradebeispiel dafür. Tesla ist ja immer noch stark defizitär. Und bei NIO ist es leider ganz genauso. Es gibt einen schönen Artikel von Bloomberg zu NIO und da heißt es, Tesla hat 15 Jahre gebraucht, bis man da 5 Milliarden Dollar verbrannt hat. Bei NIO hat es nur 4 Jahre gedauert. Und das ist leider auch so. Und hier haben wir den Aktienkurs von NIO. Das ist hier in Euro an der Börse Frankfurt seit Februar. Und da sehen wir schon, die Aktie ist massiv eingebrochen. Am Anfang vom Jahr lief es noch sehr gut. Da war man noch wirklich euphorisch für NIO. Aber inzwischen ist es völlig anders. Also im März war das hoch und seitdem ist die Aktie jetzt eingebrochen, mittlerweile um über 80%. Und allein die letzten 2 Wochen hat sie sich fast nochmal halbiert. Das heißt auf der anderen Seite aber auch, wir haben jetzt bei NIO nur noch einen Börsenwert von 2 Milliarden Dollar ungefähr. Und das ist auch nicht viel, wenn man bedenkt, dass NIO ja eigentlich ein führender Elektroautobauer werden will. Und da stellt sich für uns natürlich jetzt auch erstmal die Frage, warum ist denn der Kurs so eingebrochen und ist es gerechtfertigt? Beantworte ich auch gleich. Ich sage vorher noch ganz kurz was zu den letzten Videos, die ich hier gemacht habe. Erstens Fosun und Thomas Cook. Wie es ausgegangen ist, die Sache, das wissen wir ja inzwischen. Der Rettungsplan für Thomas Cook hat nicht funktioniert. Thomas Cook ist insolvent. Das ist natürlich für Fosun und für Fosun Tourism auch nicht gut, weil die Anteile, die Fosun Tourism schon gehabt hat im Vorfeld, die sind ja jetzt auch nichts mehr wert. Aber es ist trotzdem so, wie gesagt, ich glaube, mittelfristig ist das für Fosun wahrscheinlich sogar besser und auch für die Fosun-Aktie. Diese Übernahme von Thomas Cook, das wäre schon ein Risiko gewesen, das wäre schwer kalkulierbar gewesen, das Ganze über Jahre hinweg. Man hätte jahrelang wahrscheinlich nicht gewusst, schaffen die jetzt den Turnaround. Und ich glaube, auch wenn das jetzt gescheitert ist und wenn das bitter ist, ist es für Fosun am Ende besser. Dann das Video zu Gold, das ich gemacht habe, die US-Notenbank-Sitzung, die war inzwischen und es war auch so, wie ich eigentlich vermutet habe, Gold ist nicht mehr gestiegen, obwohl die Fed den Leitzins nochmal gesenkt hat. Aber andererseits, Gold ist seitdem natürlich auch nicht mehr nennenswert gefallen. Sodass ich heute jetzt im Nachhinein sagen würde, das, was die Fed da getan hat und gesagt hat vor 2 Wochen, das ist eigentlich am Markt jetzt mittlerweile erledigt. Und es war auch damit ziemlich schnell erledigt eigentlich. Und die Situation ist damit jetzt auch im Grunde so, genauso, wie sie vor der Fed-Sitzung war, hat aber jetzt den Vorteil, dass das Video von vor 2 Wochen jetzt noch relativ aktuell ist. Also wenn Sie sich es noch anschauen wollen, abgesehen von meinen Vermutungen zu dieser Fed-Sitzung natürlich. Und dann das dritte, das letzte Video, Crashbörsen Türkei und Argentinien, das ich gemacht habe. Wie gesagt, die türkische Lira hat sich ja sichtbar stabilisiert die letzten Monate. Und da will ich jetzt noch mal kurz erinnern an den Zukunftsmärkte-Report diese Woche. Thema ist da nämlich Türkei. Wie könnte ich da investieren in der Türkei, in Aktien, aber auch in Anleihen? Weil Bonds aus der Türkei haben ja sehr hohe Renditen zurzeit noch.
Das ist das Thema im Zukunftsmärkte-Report diese Woche. Die sind gratis, die Reports, und der Report zur Türkei geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, jetzt eintragen bei www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Nicht vergessen. So, das war der Rückblick auf das bisher Geschehene, jetzt wieder zu NIO. Warum der Kurssturz? Warum der niedrige Börsenwert? Weil NIO ist ja ohnehin kein Unternehmen, wo man davon ausgehen würde, dass es Gewinne macht in absehbarer Zeit. Das weiß man bei solchen Aktien. Ich habe das ja im Januar auch vielfach noch betont im letzten Video. Trotzdem, der Markt findet solche Aktien natürlich manchmal ganz toll und manchmal findet er sie dann nicht mehr so toll. Und bei NIO ist in letzter Zeit das eine oder andere zusammengekommen, was eben auch nicht so besonders toll war. Zum Beispiel, erstes Problem, die Zahlen im zweiten Quartal. NIO hat einen Verlust ausgewiesen von umgerechnet 480 Millionen Dollar. Das bei einem Umsatz von knapp 200 Millionen Dollar. Also Verlust doppelt so hoch wie der Umsatz. Das ist schlimm genug. Nachvollziehbar aber auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, es geht ja hier um Autoproduktion. NIO ist immer noch ein kleiner Hersteller, ein Hersteller mit kleinen Stückzahlen. Man muss aber diese Autos, die man verkauft, ja auch erstmal entwickeln, dann muss man sie produzieren, dann muss man sie auch irgendwie verkaufen. Man braucht also Strukturen, das sind enorm hohe Investitionen, gerade am Anfang. Das muss man erstmal alles schaffen. Und NIO geht ja auch in verschiedenen Bereichen ganz neue Wege. Beim Vertrieb zum Beispiel habe ich Ihnen damals auch gezeigt. Die NIO Houses hier zum Beispiel. Das ist natürlich ein ganz anderes Vertriebskonzept, also anders als klassische Autohäuser. Das ist ganz schick, das sind eher Clubs. Aber auch das kostet natürlich erstmal viel Geld. Und was noch dazu gekommen ist, der Verlust im zweiten Quartal war nochmal höher als im ersten Quartal. Also wir haben Rückrufaktionen gehabt wegen schadhafter Batterien. Das hat auch viel blockiert. Dadurch ist der Verlust gestiegen und der Umsatz aber gefallen. Das ist der ES8. Das ist das wichtigste Auto von NIO. Das ist der große Elektro-SUV. Da sind ausgeliefert worden im zweiten Quartal 3.100 Stück. Im ersten Quartal waren es aber noch fast 4.000. Das ist der neue hier, der ES6. Der ist kompakter ein bisschen. Den hat es im ersten Quartal noch nicht gegeben. Und im zweiten Quartal sind dann aber auch nur so um die 400 verkauft worden. Das war jetzt auch nicht gerade rasend. Ich denke schon, dass das mehr werden in den nächsten Quartalen in Zukunft. Aber es ist zumindest nicht so momentan, dass jetzt jeder Chinese unbedingt einen ES6 haben muss. Also insgesamt wird der Absatz auch deswegen nicht so steigen, weil man dafür ja auch zusätzliche Produktionskapazität braucht, die man nicht unbedingt hat im Moment. Aber das größte Problem, das ist einfach der Cashverbrauch. 4 Millionen Dollar waren es jeden Tag im zweiten Quartal. Und am Ende vom zweiten Quartal, da waren an Cash noch da 503 Millionen Dollar. Und da kann sich jeder denken und vorstellen, das wird wahrscheinlich knapp. NIO hat jetzt zwar neue Anleihen rausgegeben, über 200 Millionen Dollar. Dann nochmal zusätzlich 200 Millionen Dollar Wandelanleihen. Die sind gezeichnet worden vom CEO, der anscheinend Geld hat, und von Tencent. Tencent ist einer der wichtigsten Aktionäre von NIO, was ein sehr großer Vorteil ist. Tencent hat Geld, Tencent ist einer der größten Konzerne in ganz Asien. Aber trotzdem, es ist ein Vorteil, wenn man Tencent als Aktionär hat, aber es ist noch keine Überlebensgarantie. Und neues Eigenkapital heißt für die Aktionäre ja immer auch Verwässerung. Und so wie es momentan aussieht, da war das auch nicht die letzte Kapitalerhöhung, wie man sich denken kann. Da kommt sicher auch einiges, weil es ja wahrscheinlich auch nicht anders geht. Was macht NIO jetzt? Wie will man das alles schaffen? Erstens, Personalabbau ist geplant von 10.000 Beschäftigten auf 7.800. Damit spart man jetzt ein bisschen Geld. Es ist auch für ein Wachstumsunternehmen, aber andererseits auch immer bitter, wenn man Leute entlassen muss. Das heißt ja auch, man schrumpft eigentlich eher, dass man wächst.
Das zweite ist, es war eigentlich eine neue Fabrik geplant in Shanghai. Die wird jetzt erstmal nicht gebaut. Dafür lagert man Produktion aus an den chinesischen Staatsautobauer, was sicher nicht ganz verkehrt ist jetzt. Es gibt ja Produktionskapazität in China, die brach liegt im Autosektor zurzeit. Davon gibt es genug. Von daher ist der Schritt sinnvoll. Und was jetzt drittens auch im Raum steht, das ist eine Kapitalspritze. 1,5 Milliarden Dollar, die dürften oder könnten von einem Staatsfonds kommen demnächst. Wenn das so ist, dann wird sich die Lage wahrscheinlich entspannen. Aber ob es so kommt und was dann wird, das wissen wir im Moment nicht genau. Und auch in dem Fall, wie gesagt, mehr Eigenkapital heißt auch mehr Verwässerung wahrscheinlich. Das heißt, für die Aktionäre bleibt es so oder so schwierig in nächster Zeit. Ist NIO trotzdem attraktiv? Wir haben ja nur 2 Milliarden Börsenwert, 2 Milliarden Dollar. Ich würde sagen, kommt natürlich drauf an, wenn NIO das alles durchsteht, wenn die es schaffen am Ende, wenn die sich etablieren als mittelgroßer Premium-Hersteller im Elektroautobereich, so wie es ja auch gedacht ist, dann sind 2 Milliarden Dollar Börsenwert natürlich fast nichts. Wenn sie es nicht schaffen, klar, dann sind 2 Milliarden Dollar auch schon zu viel. Es wird aber nicht ganz einfach, das alles zu schaffen. Wir haben erstmal das Liquiditätsproblem, wie gesagt, das wird es noch eine ganze Weile geben. Und außerdem, und das habe ich hier auch immer wieder gesagt, der chinesische Elektroautomarkt, das wird immer schwieriger werden die nächsten Jahre. China ist der größte Elektroautomarkt der Welt, das stimmt schon. Es ist aber auch damit der interessanteste Markt für jeden Elektroautobauer und wir haben mittlerweile hohe Überkapazitäten. Es kommt immer mehr auf den Markt an Elektroautos, von diesen ganzen Start-ups, die es da mittlerweile gibt, von den ganz normalen Autobauern, die ja auch Elektroautos bauen müssen und von den Konzernen aus dem Ausland. Jeder drückt jetzt in China Elektroautos auf den Markt und diese Autos werden auch immer besser. Und wer sich auf dem Markt durchsetzen will, der muss gut sein, der muss schon herausragen irgendwie. NIO hat was auf die Beine gestellt. NIO unterscheidet sich natürlich schon auch von anderen Anbietern. Zum Beispiel bei der Markenstrategie, also wie man sich da präsentiert, wie man sich da verkauft. Die Frage ist nur, reicht das auch alles? Die Autos sind ganz okay, sofern man das beurteilen kann von hier aus, aber was es anscheinend ja nicht gibt, es gibt jetzt keinen Hype in China, keinen Hype nach NIO-Autos. Es ist nicht so, dass wir da wahnsinnig lange Wartelisten haben für die Autos. Die verkaufen sich jetzt nicht wie geschnitten Brot. Und wie gesagt, der Markt wird härter, gerade auch in China. Und da muss sich NIO wirklich behaupten auf Dauer. Und das ist nicht einfach. Und darum würde ich auch sagen, es kann was werden mit NIO mittelfristig, durchaus. Lassen Sie uns das auch beobachten. Aber es ist zurzeit einfach eine Aktie, die natürlich sehr spekulativ ist und die man jetzt als normaler Anleger meiner Meinung nach nicht unbedingt haben muss. Ich glaube schon, dass der Sektor interessant ist. Bedeutung von Elektroautos wird zunehmen in Zukunft, aber das heißt nicht unbedingt, dass die Hersteller jetzt alle davon profitieren. Es wird viele Hersteller geben, die davon nicht besonders profitieren oder die auch vielleicht sogar untergehen. Es kommt auf den Einzelfall an. Man muss sich die einzelnen Unternehmen ganz genau immer anschauen, was sich da im Einzelnen tut. Es reicht nicht, dass man als Anleger sich sagt oder dass man weiß, wir haben hier einen Elektroautobauer in China und das ist der größte Markt. Das allein ist keine Erfolgsgarantie. Das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, den Anleger immer wieder machen, wenn es um Elektroautos geht. Und die Sektoren jetzt beim Elektroauto, da glaube ich nämlich auch, dass zum Beispiel die Zulieferer für den Elektroautosektor, die Zulieferer als Gruppe, zum Beispiel Batterienhersteller, dass die möglicherweise interessanter sein könnten als viele Elektroautobauer selber. Und zusätzlich, wie gesagt, auch der Rohstoffsektor, Rohstoffe, die man da braucht, Lithium und so weiter, ist langfristig wahrscheinlich auch sehr interessant, auch wenn es kurzfristig da nicht besonders gut aussieht.
Das sind aber alles Themen, mit denen werden wir uns hier auch noch viel beschäftigen hier auf dem Kanal. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie das auch mit uns, mit mir weiter verfolgen, mit dem Zukunftsmärkte-Kanal hier. Am besten natürlich dadurch, indem Sie den Kanal abonnieren. Und wenn Sie das tun, dann auch immer gleich die Glocke drücken. Die Glocke, das ist die Benachrichtigung, da sehen Sie dann auch, wenn neue Beiträge da sind, die Sie dann auch gleich sehen können. Und ansonsten, nächste Woche hier bei uns, da geht es wahrscheinlich erstmal um Hongkong, also wenn kein anderes Thema dazwischen kommen sollte, um Hongkong, um die Proteste, die wir da haben. Diese Proteste belasten in Hongkong nämlich mittlerweile auch die Wirtschaft ziemlich stark und auch die entsprechenden Aktien aus Hongkong. Also Aktien von Immobilienfirmen, von Hotelketten aus Hongkong, von Einzelhandelsketten und so weiter. Es kann aber sein, dass das kein Dauerzustand bleibt und insofern ist es möglicherweise auch eine Chance für Anleger. Also ein spannendes Thema hier nächste Woche bei Zukunftsmärkte. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin natürlich alles Gute, viel Erfolg bei der Recherche und wie immer Dankeschön natürlich fürs Zuschauen.